Freunde, herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Schön, dass ihr wieder an unseren Grillplatz geklickt habt. Heute geht es, wie letzte Woche schon angekündigt, um Wild. Wir machen einen irischen Wildertopf. Heute nicht im Dutch Oven, nein, wir haben was Leckeres, Tolles, anderes am Start. Und dazu haben wir einen super geilen Brezenknödel im Beckenmantel aus der K4. Genau. Wollt ihr jetzt wissen, wie wir das gemacht haben? Wollt ihr wissen, worin wir das gemacht haben? Bleibt dran, nach dem Intro geht's los. Für den heutigen Wildertopf haben wir hier unsere Hauptdarsteller liegen. Das ist zum einen Rehkeule und das andere ist eine schöne Wildschweinkeule. Schon schön pariert und zugeschnitten in gulaschartige Stückchen. Hier liegt Rosmarin, Brezen brauchen wir, rote Zwiebeln, Pilze, Eier, Wurzelwerk, also sprich Sellerie, Pastinaken, Lauch, Karotten brauchen wir, Butter, Speck, Pilze, Parmesan. Hinterm Parmesan versteckt man noch ein bisschen Milch. Ganz wichtig heute ist ein Guinness. Nein, das trinken wir nicht. Das brauchen wir zum Kochen. Ja, und jetzt spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Jetzt geht's direkt los. Guinness ist eine Biermarke aus Irland und wird in der gleichnamigen Brauerei, die 1759 von Arthur Guinness gegründet worden ist, in Dublin hergestellt. Es zeichnet sich durch einen wahnsinnig leckeren Geschmack aus. Und wisst ihr, woher der kommt? Der Geschmack kommt daher, dass dieses Bier mit 30% Kohlendioxid und 70% Stickstoff vermengt, in der Zapfanlage vermengt, ausgeschenkt und gezapft wird. Die haben sogar ein sogenanntes Floating Widget in die Dosen eingebaut, welches dieses Gemisch an Gas beim Öffnen einer Bierdose freisetzt und so ihr auch in der Dose oder aus der Dose raus das Bier trinken könnt, wie frisch aus dem Zapfhahn. Das ist das Geheimnis, wohinter Guinness steckt. Und mit dem leckeren Bier brauchen wir heute unseren irischen Jägertopf. Ja, beginnen werden wir wie immer natürlich mit Schnippelarbeit. Ein bisschen was habe ich schon aufs Brett gelegt. Ja, Attacke. Schwuppdiwupp sind wir wieder fertig mit Schneiden. Liegt alles schon schön vorbereitet vor mir. Wir grillen heute mal mit was ganz, was Tollem, mit was Neuem. Also für euch neu, wir haben es schon ein Jahr, aber wir haben noch kein Video damit gemacht. Ha, heute ist das erste Mal, weil wir haben jede Menge Fleisch. Das passt nicht in der Dutch Oven. Ihr macht es ganz normal im Dutch Oven, wir nehmen eine kleine Gulaschkanone dafür. Dafür habe ich jetzt Briketts im Anzündkamin hinter mir und den glühe ich mir jetzt durch. Während der jetzt durchglüht, schauen wir uns mal die kleine Gulaschkanone an. Ein total witziges Teil. Könnt ihr euch gleich mal merken für die folgenden Partyrezepte für Silvester. Ja, genau. Auf, wir gucken uns das Ding mal an. Da ist sie, die kleine, aber feine Gulaschkanone. Schönen, kleinen, süßen Kamin. Ordentlich was an Fassungsvermögen, die habe ich gerade ausgespült, da ist noch ein bisschen Wasser drin. Das macht aber gar nichts, das verkocht gleich. Hier unten können wir nachlegen. Schöne Brennkammer, ganz eine witzige Geschichte. So, hinter mir ist jetzt alles schon soweit, der Anzündkamin ist auch gleich durchgeglüht. Jetzt füllen wir die Kohlen dann ein in die kleine Gulaschkanone. Verwendet ihr einen Dutch Oven, dann nehmt ihr einfach bei einem 10er Dutch Oven, 12 Zoll Dutch Oven, nehmt ihr einfach 20 Briketts, die ihr durchglüht, schmeißt das erst einmal unten in den, unter den Dutch Oven, dass ihr richtig Hitze von unten habt, dass ihr eure Sachen anbraten könnt. So, um jetzt hier die Kohlen einfüllen zu können, um das Gerät zu starten, haben wir zum einen unten die Klappe offen, damit der schön Luft ziehen kann, damit die Kohle richtig schön heiß wird. Und zum anderen nehmen wir jetzt einfach den Kessel raus, sodass wir von oben an das an die Brennkammer kommen, wo wir da jetzt die Kohle einfüllen. Und dann prüfen wir noch mal kurz, ob der Asche-Auffangbehälter richtig sitzt. Wie ihr sehen könnt, kommen oben die Flammen schon raus. Es sind allerdings noch nicht alle Briketts komplett durchgeglüht. Macht aber jetzt in unserem heutigen Fall gar nichts. Und dann geben wir jetzt einfach da die Briketts da rein. So, dann nehmt ihr euch eine Kohlenzange,
verteilt die Kohle gleichmäßig hier in den Brennbehälter. So, und dann setzen wir den Topf wieder ein. Ein paar Minuten später können wir dann weitermachen. Das lassen wir jetzt richtig schön aufheizen. Das muss jetzt richtig Bums kriegen. Wir müssen nämlich das Fleisch anbraten. Ist ja sauber, jetzt habe ich einen Kamerafehler auch noch drin gehabt. Sackballot, Sackballot. Ich habe angefangen, das Fleisch anzubraten, und zwar beginnend mit dem Wildschwein. Gebt da nicht zu viel auf einmal rein, dass euch da nicht so viel Wasser gezogen wird. Aber ihr seht schon, da ist schon Power dahinter, hinter dem Töpfchen, gell? Ja, wie gesagt, ich brate jetzt erst einmal das Fleisch an. Zuerst Wildschwein, dann das Reh, dann das Gemüse. Aber ihr seid dabei. Ja, Freunde, heute knie ich vor euch. Das ist doch auch mal was. Jetzt geben wir nochmal einen Schuss Öl da rein. Nehmt da ein Rapsöl, dann ist es nicht so geschmacksintensiv. In dieses Öl geben wir jetzt schlussendlich unser ganzes Gemüse. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir bisher noch nichts gewürzt haben. Das liegt am Gemüse, hauptsächlich an den Pilzen. Wenn wir die jetzt würzen würden, die würden Wasser ziehen, und dann hätten wir sofort einen Pilz bzw. Gemüsesaft und Sud da drin. Das wollen wir nicht. Das rösten wir jetzt an. Da dürfen ruhig ein paar dunkle und braune Stellen ans Gemüse. Da ist dann der Geschmack drin, bevor wir es ablöschen mit dem Guinness. Ja, während jetzt das Gemüse vor sich hin dünstet, Fleisch steht schon vor mir, müssen wir noch die letzten Schnippelarbeiten für unseren Hauptgang erledigen. Das ist einmal Rosmarinzweige und Thymianzweige, die müssen wir hacken. Jetzt sind wir soweit, jetzt wollen wir das Ganze mit Guinness ablöschen. Außerdem geben wir das Fleisch gerade wieder mit dazu. Und rühren das schön unter. Und dann müssen wir mal gucken, wie viel Guinness wir noch brauchen. Wir wollen, dass das einigermaßen bedeckt ist. Und sobald das bedeckt ist, machen wir einen Deckel drauf und dann darf das Ganze für mindestens 3 Stunden kochen. Ja, das siehst du mal. Ne? Kaum hast nicht aufgepasst. Jetzt machen wir den Deckel nochmal auf. Weil, ach Wahnsinn. Krass, das riecht wahnsinnig lecker. Wir haben ja gerade noch Kräuter gehackt. Da war er ja noch dabei. Die Kräuter müssen wir da noch reingeben. So. Jetzt rühre ich das Ganze nochmal durch. Mache den Deckel wieder drauf. Und dann, wie gesagt, 3 Stunden. In diesen 3 Stunden werden wir dann mal testen, ob das Guinness wirklich so lecker ist, wie man sagt und wie es auch schon riecht. Später müssen wir noch mit Salz und Pfeffer abwürzen, aber das ist überhaupt kein Thema. Der Träger hinten, den habe ich jetzt auch schon angefeuert, der darf hochheizen, darf ein bisschen ausbrennen. Den brauchen wir nachher bei 175, 180 Grad. Da machen wir nämlich den Brezenknödel in der K4. Jawohl, ja, das muss jetzt kochen, 3 Stunden. Wir sehen uns später wieder. Ja, 1,5 Stunden sind jetzt schon vorbei. Das Guinness haben wir getestet, ne, wie ich euch das schon angekündigt habe. Ihr seht, es qualmt da megamäßig, es kocht megamäßig. Es ist ein wahnsinnig guter Geruch in der Luft. Jetzt machen wir unsere Beilage. Dafür haben wir hier noch den Rest der gehackten Zwiebel und Brezen. Die müssen wir jetzt schneiden. So, Brezen und Zwiebeln haben wir jetzt in einer Schüssel. In der Schüssel ist die Milch drin, die müssen wir uns lauwarm machen. Der Grill läuft schon, also stellen wir uns die Schüssel auf den Grill. So, während die Milch jetzt aufwärmt, ist die K4 dran. Da machen wir jetzt ein richtig schönes Speckbett. Kann man das so sagen, Flo? Speckbett? Wir legen sie mit Speck aus. Machen wir es halt so, gelle. Ausnahmsweise ich mal was schaffe, dann kann man das auch ruhiger mal sehen, gell? In Südtirol übrigens, gerade wenn man aus dem Finchgau rausfährt, fährt man so einen Berg runter und fährt auf Meran zu. Weiß leider nicht, wie das Örtchen heißt, kurz vor der Brauerei von Südtirol Forst, ne? Gibt es ein Speckmuseum. Ich habe noch keine Ahnung, wie es da ausschaut oder was die da machen.
Aber irgendwann muss ich da mal hin, weil Speck ist toll. Jetzt ist die Milch warm, jetzt geht's weiter. Ha, ihr wolltet wieder sehen, wie ich mich verbrenne, gebt es zu. Hacho. Und auf. Zack. Na, schön. Ja, auf jeden Fall kommt die Milch zur Breze und zu den Zwiebeln. Gehen wir da schön drüber. Jetzt müsst ihr logischerweise aufpassen. Ihr solltet einen Augenblick warten, bevor ihr da das Kneten anfangt. Die Milch ist nämlich heiß. Außerdem geben wir da jetzt einmal noch zwei Eier rein. Der Flo schnuppert. Flo schnuppert, wie lecker das riecht. Würzen doch mal den Knädi. Geheimwaffe. Die Geheimwaffe, die keine mehr ist. Jetzt machen wir da einen schönen Teig draus. So, das lassen wir jetzt erst einmal in ein paar Minuten quellen. Und dann machen wir weiter. Dann kommt das da rein. Ja, 5 bis 10 Minuten später, da, schaut's auf durchgeschaut, so lange es dauert, ist unser Knödelteig, unser Brezenknödelteig fertig und kann in die K4 schön in unser Speckbett. Heute werfen wir mit Ausdrücke um uns, ha? Speckbett. Speckbett ist doch ein geiler Ausdruck. Drückst das schön in die Ecken rein, dass das auch ein schöner geformter Knödelleib wird. Ha, Knödelleib im Speckbett. Okay, das verteilen wir jetzt gleichmäßig, dass die Knödelschicht etwa gleich dick ist. Und dann klappen wir den Speck um. Tja, ganz schnell die Handschuhe aus, damit ich was zum Trinken einschenken kann. Und zwischendrin geben wir den nochmal noch schnell in den Träger. Den haben wir vorgeheizt, 176 Grad, er ist momentan ein bisschen höher als 176 Grad, das macht gar nichts, der kühlt jetzt runter. Da stellen wir das Ding einfach mitten rein und da darf es jetzt eine Stunde auf uns warten. In einer Stunde bis anderthalb Stunden schauen wir da mal, sind wir komplett fertig mit allem, ja, und essen. Bis dahin einschenken, genau. Ha, servus. 2,5 Stunden ungefähr sind vorbei, jetzt läuten wir die letzten Schritte ein. Wir müssen würzen, wir brauchen noch ein bisschen Parmesan, ja, und umrühren tun wir auch mal. Wir haben mittlerweile noch einmal 4 Flaschen Bier reingossen, dass wir ein bisschen Flüssigkeit haben. Die ist komplett verkocht gewesen. Das Fleisch ist schon butterzart, haben wir schon probiert. Aber ich würde sagen, ihr schaut jetzt einmal da in den Topf rein. Nehmt uns nicht als Maßstab, wir haben 5 Kilo Fleisch. Heute wird ganze Fußballmannschaft versorgt. Ich schreibe euch hinten wie immer nach dem Video die richtigen Mengenangaben rein. So, da geht man jetzt den Parmesan rein. Und den rühren wir jetzt erstmal unter. Außerdem müssen wir würzen. Da hat mir der liebe Philipp, Philipps Welt, ne, ein leckeres Gewürz zukommen lassen, den Rinderwahn von Philipp. Das ist super für unser heutiges Gericht. Es steht zwar Rinderwahn drauf, aber auch das Wild wird wahnsinnig, weil in Irland ist es ja tatsächlich so, da ist eher alles ein wenig deftiger, da ist nicht so filigran. Also ein Wildgewürz würde uns das heute, glaube ich, kaputt machen. Deswegen nehmen wir ein richtig schönes Rindergewürz. Ihr könnt es auch nur mit Salz und Pfeffer würzen, aber wir haben ein tolles Gewürz vom Philipp. Und der Philipp wartet natürlich darauf, dass wir es verwenden und der wartet vor allem darauf, dass wir sagen, wie es schmeckt. Und Philipp, ich kann dir mal eins sagen, riechen tut es schon super, super lecker. Endlich ist es soweit, wir können anfangen. Das Essen ist fertig. Jetzt muss ich erst einmal den Knödel aus dem Grill holen. Hier, die K4 ist quasi eingeweiht, entjungfert, so gut wie quasi, ne? Sollen wir da mal reinschauen? Ja, die sagen schon. Oh, leck. Oh, oh.
meine Freunde, jetzt ist es passiert. Jetzt war der Ton mal weg, die Batterie war leer. Ich habe vergessen, die Batterie aufzuladen. Ich hoffe wirklich, dass ihr jetzt alles verstanden habt, was ich gesagt habe. Ansonsten vertone ich es irgendwie nach. Ihr habt keinen Nachteil. Hey, schaut dieser fucking Knödel geil aus? Also hey, ich würde sagen, ja. Mach mal einen klassischen Mittelschnitt, oder? Sagen wir mal. Weißt du, was das Schöne ist? Der ist im Fett vom Bacon gekocht worden, der Knödel. Das ist der Wahnsinn. Er riecht. Das ist, ah. Freunde, jetzt müssen wir heute ganz besonders schnell sein mit Fotos und so, ne? Weil das ist einfach nur geil. Wir wollen heiß essen. Ihr seid gleich wieder beim Fazit da. Bin ich froh. Diese Schmorgerichte sind meistens super lecker, aber sie dauern halt ewig. Ne? Das Essen ist fertig. Ich würde sagen, ich probiere doch mal zuerst den Knödel. Bin ich sehr gespannt. Der Flo schüttelt schon den Kopf. Oh, ist der geil. Wieso sind in letzter Zeit die Beilagen immer geiler als die Hauptspeise? Wobei, die Hauptspeise haben wir noch gar nicht probiert. Das machen wir jetzt. Jetzt kommt... Oh, der Knödel ist der Hammer. Ohne Schmarrn, Freunde, der Knödel ist der Hammer. Scheiß auf Semmelknödel, macht zum Brezknödel, wickelst den in Speck ein, würzt den mit Jack Daniels Gewürz, das ist... Oh, hey, sagt es nicht den Frauen, aber besser als Sex. Ohne Schmarrn. Aber wir haben ja auch noch einen wilderer Topf, gell? Also, jetzt sagen, weich ist es allemal, das zerfällt schon alles. Vielleicht sind wir ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber ich stehe drauf. Ich finde es geil, wenn das zerfällt. Schauen wir mal. Fleisch butterweich. Das Wild ist vollkommen da. Also ich bin ja kein Freund von Wild in Buttermilch einlegen, um den Geschmack von Wild irgendwo zu übertünchen. Deswegen finde ich das voll lecker. Es ist ein wenig herber durch das Bier vermutlich, ein Dunkelbier mit viel Malzanteil. Ganz tolle Geschichte. Gefällt mir echt gut. Durch die Karotten, durch die Menge Karotten kommt eine gewisse Süße mit rein. Philipp, sein Rinderwahn schmeckt mal raus. Das ist übrigens ein tolles Gewürz. Gefällt mir wirklich gut. Das Einzige, was ich jetzt für mich das nächste Mal anders machen würde, ist, ich würde noch ein bisschen mehr Schärfe reinbringen. Wie auch immer, mit Chilis oder mit irgendeinem Gewürz. Geschmacklich ein Träumchen, harmoniert super mit dem Brezenknödel. Gefällt mir wirklich gut. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, euch gefällt das Rezept. Ich hoffe, ihr macht das nach und schreibt uns vor allem, ob es euch gefallen hat. Ne? Sage jedes Mal, die wenigsten machen es. Freut uns wirklich, wenn wir Feedback von euch bekommen. Ihr sagt, hey, haben wir nachgemacht, war geil. Oder auch haben wir nachgemacht, ne? Könnten wir anders machen. Schreibt es unten rein. Wäre echt eine coole Nummer. Auch wir lernen nie aus. Aber das ist geil. Macht. Ach, oh. Genau. Heiß essen war vorher schon mal irgendwie der Plan. Den führen wir jetzt fort. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder in der Früh um 6 beim nächsten Rezept von AJ Barbecue. Bis dahin habt ihr das gekocht. Wir sehen uns. Macht es gut. Mein Team und ich, wir sagen Servus. 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 Lasst es euch schmecken. Macht es nach. Der Speck ist weg, oh Schreck. Da unten legen wir den Speck ein, gell? Guckst du mal, da gut der Speck ein. Der mag da nicht ein, der mag da lieber gepappt bleiben. Endlich ist es so weit, gell? Da unten brennt schon alles an, ich krieg gerade den Faden nicht mehr. Nix an, alles gut. Endlich ist es soweit, wir können anfangen.